Auf der Suche nach dem Garten Eden. Das internationale Gartenfestival von Chaumont-sur-Loire in Zentralfrankreich. Sein Motto: Paradiesgärten. Bunt, poetisch, visionär sind die Entwürfe der Künstler aus 11 Ländern. Weiße Federn schweben über diesem Garten. Sie sehen nicht nur schön aus, sondern schützen auch vor ultravioletten Strahlen und Kälte. Drei italienische Landschaftsgärtnerinnen arbeiten unter anderem mit der Paradiesvogelblume Strelitzie und einem Bodendesign, das an den Himmel erinnert. Für uns ist das Paradies ein Ort in der Natur. Ein Garten, in dem man wie auf weißen Wolken und blauem Himmel spazieren gehen kann. Und wo man spektakuläre Pflanzen sieht. Die Form der Wolken hier zeigt das Achteck, das wir auch im Bodenpuzzle haben. Das ist ein bisschen Pop. Besonders poetisch dieser Garten Eden einer französisch-thailändischen Künstlerin. Runde Acrylplatten hat Sophie K.O. Aria bemalt und auf Metallstangen in einem Bassin platziert. Dieses Bassin ist wie ein Spiegel des Himmels. Und es bildet auch einen Abgrund an den Pflanzenbeeten, die sich im Wasser spiegeln. Also treffen sich hier das Irdische und das Spirituelle. Denn das Thema ist ja immer noch das Paradies. Und so stellen wir die Frage nach dem Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Künstlerischem. Ihr Paradies braucht auch wenig Wasser. Statt durch aufwendige Sprinkleranlagen werden die Pflanzen direkt in der Erde bewässert. Das ist ein besonderes Bewässerungssystem. Wir nehmen hier diese Terrakotta-Vasen aus Südfrankreich, die in die Erde gesteckt und mit Wasser gefüllt werden. Die Pflanzen holen sich dann so viel sie brauchen. Diese Landschaftsarchitekten aus dem französischen Montpellier zeigen, wie man hässliche Entlüftungsrohre aus Kunststoff auch anders nutzen kann. Ein Konzept zur Verschönerung von Großstädten von Florian Amati und Florian von der Donct. In unserer Utopie stellen wir fest, dass sich die Städte ausbreiten und wir eine grüne Alternative brauchen. In unserem Projekt konnten wir das umsetzen. Wir haben das erst einmal auf Papier entworfen und dann in der Natur verwirklicht. Das Duo hat sich bei den Blumen auf Violett, Blau und Weiß festgelegt. Wir arbeiten mit einer Baumschule aus Südfrankreich zusammen und sie hilft uns, die besten Blumen zu finden. Wir haben zum Beispiel tolle Petunien mit weißen Flecken, die an den Himmel erinnern. Und wir haben das weiße Steinkraut. Hinter der Mauer leben ist das Motto dieses Gartens. Das Paradies wird zum Rückzugsraum, in den keine Einflüsse von außerhalb eindringen. Mit gold- und silberfarbenen Notfalldecken aus Folie arbeitet ein vietnamesisches Künstlerteam. Eine Anspielung auf die weltweiten Flüchtlingsströme. Ein philosophisches Konzept kommt aus Südkorea. Transparente Wände und Mobiliar verwandeln das Areal in ein grünes Wohnzimmer. Leben mit der Natur als Kraftspender für die Menschheit. So Festivaldirektorin Chantal Collet-Dumont. Die meisten Gärten geben, wie dieser hier, eine Antwort darauf, wie das Paradies auf der Erde aussehen könnte. Es liegt in der Einsamkeit, in der Reflexion, Konzentration und Introspektion. Und hier haben wir ein Haus mit einer Grenze zwischen Innen und Außen. Es geht darum, dass man sich nach außen zu den anderen hin öffnen muss. Das Festival von Chaumont-sur-Loire. Paradiesische Gärten an einem paradiesischen Ort. Im Herzen Frankreichs.